Der Bad Bentheimer Bahnhof steht jetzt wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, denn man hat hier Großes vor. Das Schmuckstück soll noch schöner werden. Dieser Bahnhof soll ein sehr, sehr schöner, wenn nicht der schönste Regionalbahnhof Deutschlands werden. Wenn nicht gar der schönste Regionalbahnhof der Welt. Doch bislang hat Bad Bentheims Bahnhof zwar nach wie vor einen barrierefreien Bahnsteig, aber eine Barriere vor der Eingangstür. Das ist immer noch ein echter Hingucker. Ja, sehr spezial. Ist das witzig hier? Oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Schön, das mal so zu sehen. Ich dachte, das hätte sich schon geändert. Nein, das hat sich noch nicht geändert. Die Türen sind auch nach einem Jahr immer noch zu. Aber die Uhren gehen in Bad Bentheim nun mal anders. Und auch die Besucher gehen hier anders als an anderen Bahnhöfen. Statt durchs Bahnhofsgebäude geht es immer noch außenrum, will man zum Bahnsteig. Du kriegst die Tür nicht zu. Auf. Wir wollen zum Mond hin und wollen zum Mars und kriegen sowas nicht hin. Es sind keine Ingenieurs hier, nein, in Bentheim. Aber wer braucht doch Ingenieure, wenn er visionäre Tourismuspolitik betreibt? Der Bahnhof wurde dank seines offenen Fensters zur Berühmtheit und das international. Extra 3 hatte da ja sehr lustig drüber berichtet. Wir sind nicht von hier, wir sind aus der Schweiz und hab das schon in der Zeitung gelesen. Ja, die Geschichte ging um die Welt. Während hier die Fernsehteams sich die Klinke in die Hand gaben, kamen Menschen nicht für die Burg oder das Bad, sondern sie kamen für das Bahnhofsfenster. Das war toll. Wir möchten das auch mal sehen, sagten sie. Extra 3 hat sich da wirklich bleibende Verdienste erworben. Ja, das war toll. Das Fenster zum Bahnsteig, ein Sympathieträger und Imageförderer für die Stadt. Doch das Fenster ist jetzt für immer verriegelt und wird sich nie wieder öffnen. Stattdessen wird der Boden im Inneren angehoben. Aber vergessen wird man das prominente Fenster natürlich nie. Dieses Fenster hat einen so hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Weltweit kann man ja sagen, dass wir das Fenster hier in der Wartehalle erhalten. Und man wird auch den ein oder anderen Bericht aus dem Ausland dann hier immer noch mal lesen können. Also auch die werden wir dazu hängen, damit man weiß, hier in Bentheim hängt das berühmteste Bahnhofsfenster in Deutschland. Also kommen Sie nach Bad Bentheim, wo eine Fehlplanung zum Touristenhit wird.